Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen spontanen Video. Und zwar habe ich vor, dieses Wochenende ein bisschen DIY-mäßig durchzustarten, denn unser Flur sieht schon ziemlich lange nicht besonders schön aus. Und aus diesem Grund habe ich einfach jetzt spontan überlegt, ihn ja umzugestalten und ein Video daraus zu machen, denn ich habe Sachen schon besorgt und will auch schon loslegen. Hier sind auch ein paar Sachen, die ich da noch mit drin verbauen möchte. Aber ich habe gedacht, dieses eine Regal, das ich bei IKEA gekauft habe, könnte ich auch noch extrem gut ja umbauen, weil es an sich nicht so ja spektakulär ist. Und der Flur aber ganz dringend mal ein Makeover braucht, denn ich finde, wenn man in eine Wohnung reinkommt, ist das eigentlich so der erste Eindruck einer Wohnung. Und bei uns sieht er bis jetzt immer noch ja sehr trostlos aus und ich hoffe, dass ich nach dem Wochenende auf jeden Fall irgendwie erstmal ja eine Verbesserung sehe. Und deswegen habe ich mich in den schönsten Schlabberlook, den ich habe, gestürzt und werde jetzt ein bisschen filmen, wie ich das alles versuche, ja, umzuwandeln. Und ich hoffe, ihr freut euch über das Video und viel Spaß dabei. Bevor es losgeht, habe ich mir aber erstmal hier so einen provisorischen Tisch aufgebaut, damit ich dabei etwas Netflix gucken kann, damit es nicht so langweilig ist. Das ist übrigens gerade so eine Show Next in Fashion oder sowas heißt das, wo Designer sozusagen jede Folge irgendein anderes Kleidungsstück kreieren müssen. Und während ich das gucke, räume ich jetzt erstmal den Flur auf, damit ich genug Platz habe. So, ich habe jetzt erstmal den Schrank so weit, wie ich es zu dem bestimmten Teil, das ich umbauen will, aufbauen konnte, aufgebaut. Und wie das eben immer so ist mit Murphys Gesetz, ist es natürlich im letzten Paket das Teil, das ich wirklich brauche, um ja, das umzubauen und das auch ein bisschen länger braucht. Aber ich habe es jetzt erstmal. Und der Schrank ist jetzt auch so weit, naja, so, dass er zumindest stehen kann. Und ich lasse ihn da jetzt erstmal und jetzt mache ich weiter mit dem Teil, das ich upcyclen will. So, ich habe das Brett jetzt hier erstmal ausgelegt und der Plan ist, das Ganze zu schleifen, damit ich es danach anmalen kann. Und ich hoffe, dass ich genug Schleifpapier habe. Das ist momentan so mein größtes Problem. Und wenn aber alles klappt, werde ich danach mit Farbe rübergehen und es wird eine ganz besondere Farbe sein. Und dann könnt ihr vielleicht auch schon erahnen, was ich damit vorhabe. Also los! So, ich habe jetzt erstmal alles geschliffen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es genug ist. Es fühlt sich zumindest an, wenn man rüber geht. Ja, man hat auf jeden Fall was in den Händen und es fühlt sich ein bisschen griffiger an, nicht mehr so glatt wie auf den anderen Seiten. Deswegen hoffe ich einfach, dass es genug ist und drückt mir die Daumen, dass ich nicht irgendwie was auftrage und nur die Hälfte der Farbe dran bleibt. Jetzt hier Schultafellack und ja, da sieht man, ups, eigentlich ja schon, was ich daraus machen will. Ich will den jetzt hier drauf befestigen und verstreichen, denn ich möchte am Ende eben, dass es eine Möglichkeit ist,
zum Beispiel Einkaufslisten oder sowas ranzuschreiben. Das ist ein großes Problem bei uns, dass wir immer im Supermarkt stehen und dachten, irgendwas brauchten wir doch, aber was war das? Und übers Handy und so ist das irgendwie auch keine richtige Option. Deswegen dachte ich mir, das wäre vielleicht eine coole Option, das sozusagen aufzuschreiben, dann abzufotografieren, wenn man losgeht und ja, so das zu machen. Und ich werde das jetzt erstmal hier rauf befördern. So, der erste Anstrich ist erstmal fertig und ich muss jetzt, glaube ich, irgendwie 12 Stunden warten, dann werde ich es wahrscheinlich nochmal anstreichen. Bis jetzt gefällt es mir ehrlich gesagt ziemlich gut. Ich hoffe, dass das so weiterhin so bleibt. Und während das auch erstmal trocknet, werde ich dann den Rest, soweit es geht, zumindest schon mal zusammenbauen, damit ich dann spätestens morgen das komplette Ding zusammenbauen kann. Und da werde ich euch natürlich auch noch weiterhin auf den Laufenden halten. So, guten Morgen, ihr Lieben. Meine Wand, die ich angestrichen habe, sieht nun so aus. Nach 2-mal Überstreichen und ja, 1-mal über Nacht trocknen lassen. Ich bin eigentlich relativ zufrieden damit. Ach, auf der Kamera sieht man das natürlich jetzt mega gut. Aber ich werde jetzt erstmal den Schrank zusammenbauen, wo auch diese Wand rankommt. Und das zeige ich euch natürlich wieder. So, mein Nachbar hat mir jetzt gerade noch geholfen, diesen Schrank aufzustellen. Ich dachte schon fast, ja, ich wäre hier am Ende, aber so sieht es jetzt erstmal aus. Also der Schrank ist jetzt hier erstmal in der Ecke. Da hinten müssen wir auf jeden Fall die Löcher noch zumachen. Das ist eben von den alten Sachen, die da noch standen. Und ich räume das jetzt aber erstmal alles ein und zeige euch dann später das Ergebnis. Hier mal so ein kleiner Zwischenstand. Hier habe ich die Lampe, die zuerst auf der anderen Seite hing, Lampe natürlich, die Uhr, die zuerst auf der anderen Seite hingehangen. Ursprünglich sollte da ein Bild hinkommen. Das hat nicht so ganz geklappt. Jetzt ist es eben die Uhr, die ist übrigens auch selber gemacht. Und hier unten ist dann so ein kleiner Tisch. Hier habe ich so einen kleinen Korb. Da weiß ich noch nicht genau, was ich daraus mache, ob ich das so für halt so Krimskrams lasse. Auf der anderen Seite seht ihr jetzt eben schon den Spiegel hängen. Und hier unten das Schuhregal, das jetzt hier demnächst hin soll. Da habe ich schon so ein paar provisorisch ja, die Dekosachen aufgestellt, wie mir das so gefällt. Und hier müssen, das muss noch an die Wand gebohrt werden und die ja, Schuhregalschübe müssen noch eingesetzt werden. Und hier auf der Seite habe ich schon mal so ein bisschen eingeräumt. Die Spardose, die zuerst hier drauf stand, ist jetzt dort oben. Hier ist so eine Rankpflanze, das fand ich ganz schön, wenn so ein bisschen grün auf die Tafelseite sozusagen runter hängt auf der Seite. Und hier ist jetzt, wie gesagt, die Tafel. Hier ist noch der alte Schrank, seht ihr hier. Und hier fehlen auch noch die Schübe. Da möchte ich nämlich noch einen besonderen Griff ran machen. Ansonsten ist das nur so ein, ja, ein einfacher Griff und hier brauche ich noch die Kreide, um dann eben Sachen ranzuschreiben. Soweit erstmal der Stand. Ich habe jetzt hier gerade in das eine, in die eine Schublade ein Loch gebohrt. Und ich möchte gerne diese Knaufe, die ich dafür extra gekauft habe, anbringen. Und erst dachte ich, ich muss auf meinen Freund warten, aber dann wusste ich jetzt, dass er erst später nach Hause kommt und jetzt habe ich doch mich dafür entschieden, das einfach selber zu machen. Und ja, ich würde sagen, selbst die Frau, ne? Das ist jetzt das Ergebnis und damit kann ich dann jetzt auch die Schubladen anbringen. Ich finde es echt schön und auf jeden Fall etwas hochwertiger als das, was eigentlich geplant ist bei dem Ding. Und damit kann man eben auch ganz leicht so eine Sache ein bisschen hochwertiger machen. So, und hier seht ihr jetzt erstmal, ja, das Ergebnis, also hier wäre eigentlich was rangekommen, was anderes, so ein Griff, den ich nicht so schön finde. Und jetzt sind hier erstmal unsere Mützen und sowas drin und viel mehr Stauraum und ich finde es richtig schön. Und ja, jetzt mache ich erstmal weiter.
Damit verabschiede ich mich auch schon von euch und zeige euch noch ein paar Eindrücke vom Ergebnis. Mir gefällt es richtig gut. Schreibt unbedingt unten in die Kommentare, wie euch das Ergebnis gefällt im Vergleich zu vorher und wie ihr auch das DIY bzw. den IKEA-Hack findet. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir sagt, ob ihr diesen Stil, wie ich es jetzt gefilmt habe, gut findet oder ob ich es lieber so machen soll wie in meinen anderen Videos, also immer von oben und eher wenig reden oder wenig mich selber zeigen und es nicht so wie tagebuchmäßig filmen. Das würde mich sehr interessieren, was ihr da findet und ob ich sowas mal häufiger machen soll. Damit würde ich sagen, ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Ergebnis gefällt und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Außerdem abonniert mich gerne und aktiviert auch die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!